Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategic Command. Erster Weltkrieg, mehr Spieler gegen Joy Force, Triple Alliance und mal sehen. Da hoffentlich nicht zu viel schief gegangen ist, geht es jetzt darum. Okay, die Artillerie hätte man noch auf defensiv schalten müssen. Aber genau, Mobile gerade was freizuräumen und da muss man selber gar nicht mehr freiräumen, weil die sich da zurückgezogen haben. Aber hier sieht das unangenehmer aus. Und Karkor fällt. Noch eine Einheit. Also wir sind schon Zerstörer in der Gegend da. Frage, ob sich das noch lohnt. Immerhin, das Wetter schützt das U-Boot ein wenig. Jetzt drücken die da natürlich, aber unsere italienischen Einheiten sind ja da, um da auszuhelfen. Ja, und Rumänien wird jetzt auch jeden Moment dabei sein. Vielleicht mobilisieren die sogar schon. Ja, Rumänien mobilisiert, weil jetzt auch Krakau gefallen ist. Neuem Zerstörer und ein Jagdflugzeug, ja. Hier steht es eher mäßig weiter. Gut, schauen wir bei den Osmanen rein. Ihr verteidigt das hier. Ihr sollt hier Häfen besetzen. Also sicherheitshalber, ihr seid da unten und ihr habt Probleme. Das mal die kurze Zusammenfassung. Sehen sich ihre Versorgung? Und aus Basra selbst, oder? 5. Was meine ich so? 4, 3, 2, 1, 1. Ja, wir haben überlegen, ob es sich lohnt, diesen Ort hier einzunehmen. Einfach weil er gerade frei ist. Und dann verschanzt du dich hier erstmal. So, und dann muss natürlich der Reiter irgendwie überleben, sonst wird das unangenehm. Das wird teuer, aber der muss das erstmal irgendwie durchstehen. Der hat ja noch insgesamt gerade bessere Versorgungszahlen als die gegnerischen Einheiten. Ja, und du, wir müssen auch verhindern, dass die irgendwie in den Ort reinlaufen. Ich glaube, du bleibst hier erstmal stehen. Dann schauen wir uns an, was passiert. So, hier leider eine Einheit geschlagen. So, und das Akku muss hier mal gesund gemacht werden. Dann hat er hier endlich mal 10er Versorgungswerte, mit denen man arbeiten kann. Ja, und hier entlang muss man sich wohl ein wenig zurückziehen. Und herausfinden, von wo ein Verstärkungsdruck kommen könnte. Der könnte natürlich den schicken. Alles nicht so optimal, aber der ist recht fix da und du gehst erstmal nach hinten. Ist ja nicht ganz topfit. Vielleicht hier nochmal hinter den Fluss. Schützt auch ein bisschen mit, dass da uns keiner durchläuft. Geht da vielleicht ein Ort. Aber Versorgung haben die sowieso, weil ich hier ihr Hauptquartier mitbringe. So, das lohnt alles nicht und die Osmanen sind schon ziemlich pleite. Hier steht er dann erstmal. Ja, dann kommen wir wieder in dieses große Gebiet. Sehr vielen Fragen, wer am besten was macht. Die österreichische Abteilung hat ja immerhin überlebt.
So, man kann die deutsche Artillerie jetzt auch einfach heranrufen. Und die hat dann auch direkt ein Schussfeld. Natürlich nur noch hoffen, dass die Kampfkraft der Einheiten auch hier ausreicht. Dort dann tatsächlich einzunehmen. Ja, geht erstmal dahin und verschanzt euch. Ich nehme natürlich auch jemanden. Ich meine, ihr könnt da hier und da ein bisschen vorrücken. Gleichzeitig muss man auch hier bei den Russen schauen. Die sind hier ja doch wieder einige. Man könnte natürlich, wenn man bei dem nicht vielleicht die Eisenbahn abschneiden kann, wenn man irgendwie ein anderes aufs Feld kriegt, haben wir. Ne, keinen neuen Österreicher, diesen Zug. Wenn man das dicht macht, dann seine Versorgung zumindest etwas mehr über das Hochgebirge bezieht und das ist immer sehr unangenehm. Einheiten und wir selbst, ja, das hier zählt nicht, weil da ein Feind drin ist, aber hier 8, 7. Allerdings ist noch eine 6 Versorgung. Aber irgendwie finden, den man dahinter ziehen kann. Also ich gehe mal davon aus, dass sich irgendjemand andererseits, der ist ja schon so schön verschanzt. Ja, hier drüben nicht unbedingt und könnte dann aus verschiedenen Richtungen attackiert werden. Aber bleibt doch erstmal auf Nummer sicher. Ich weiß, ich springe wieder ein bisschen, weil das hier alles so ein wenig zusammenhängt. So, wir haben die hier. Rumänen werden bald da sein, sonst machst du es dir hier erstmal bequem. Und versuchst dir wenigstens diesen Weg zu halten. Würde ich natürlich gerne direkt noch mehr Einheiten hier ranbringen, aber nur wenn die sich auch verschanzen können. Natürlich zum Beispiel den Reiter benutzen. Weil der sich verschanzen kann. So, und dann die Artillerie. Könnte hierhin, könnte auch dahin. Aber hier ist vielleicht etwas gefährdeter gegenüber den Russen, falls die da mal was machen. Also wenn die sonst hierhin geht und dann mit Schussfeld auf Belgrad. Aufklärungsbomber ist ja da. Dann hoffe ich mal, dass das funktioniert. So, diese osmanische Abteilung hat auch nur so eben überlebt. Die würde ich eigentlich gerne verstärken. Und das Korps eigentlich auch. Und dann sind wir pleite. Gut, hier ist sonst nur Elite-Stärke oder Schiffe fürs Forschen. Reicht's eh nicht mehr. Dann wirst du auch verstärkt. So, das scheint mir mit einer der wenigen sehr fähigen österreichischen Einheiten zu sein. Irgendwie würde ich ihm gerne die Elite-Sterne verpassen. Können wir dieses Feld freilassen, aber ich glaube, das kann man sich leisten für den Moment. Herzlichen Glückwunsch, du bist ab sofort eine österreichische Elite-Einheit. So, dann du deckst in die Richtung. Dein Budapest muss auf jeden Fall geheilt werden, falls da irgendwer durchkommt. Bei der österreichischen Forschung, das läuft, das Arm kriegt schon auf 2 durch, das ist gut. Ja, es führt nichts dran vorbei, der muss geheilt werden. Kuh erstmal nicht, wir haben 2 kriegsbereite Hauptquartiere. Hier geht es ja auch so gesund und so, das muss auch erstmal alles so reichen. Dann haben wir euch, du stehst hier verschanzt, du stehst da, ist hier. Haben wir hier theoretisch noch eine Abteilung mehr oder weniger über, hat man den Eindruck. Ja,
Dann können wir gleich nochmal schauen. Naja, das restliche Geld geht dann wahrscheinlich in diese Abteilung. Er ist direkt an der Grenze. Ja gut. Als den hier könnten wir vielleicht für den Angriff benötigen noch. Der steht ja eher auch etwas weiter hinten, also wenn du sonst geheilt wirst. Welche Einheiten hier noch vorrücken? Du kannst, glaube ich, auch noch Schritte machen. Beziehungsweise der hier muss erstmal zuerst irgendwo hin. Vielleicht dahin, dann kann das Haku, wenn ich es richtig gesehen habe, da seine 10 austeilen. Genau, dann wird an der Stelle schon mal nicht an der Versorgung scheitern. Ah, dann könnte die Abteilung hier erstmal vorsichtig defensiv in diesen Ort rein und sich da verschanzen. So, du bist da. Du bist vielleicht hier noch ein Stück nach Norden ran. So, im Zweifel auch mehr in Kapazität, Kommandoreichweite hast und ja. Ach ja, das Ding vielleicht noch auf passiv schalten. Dann versuchen wir es mal. Wir haben 7 Geschosse, er hat eine Verschanzung von 4. Die österreichische Aufklärungsbombe ist da und in Reichweite. Und deutsche Einheiten sind da. Vielleicht der österreichische Unterstützung, so muss das dann irgendwie funktionieren. So, ihr haltet hier. Dann schauen wir mal, dass die Italiener hier vorrücken. Dafür sorgen, dass hier niemand in Richtung dieses Bergwerkes kommt, das wäre wichtig. Angreifen könnt ihr nicht, aber hilft dabei, dass hier niemand durchkommt. Müsste man auch mal in Form bringen. Na gut, man kann bei Italien wohl auch noch eine Heilenrunde einlegen. Neue Chor hier vorne hätte ich auch gerne ganz fix. Abteilung geht so. Ich bin überlegen, die Abteilung bis jetzt zum Beispiel hier hingehen. Nur so, dass dieser Weg hier auch mal ein bisschen gesichert ist und hier niemand durchrennt oder sowas. Und du gehst mal dahin. Sieht doch alles gleich viel sicherer aus. Wenn jetzt bei den Deutschen heilen, ist gleich noch eine gute Frage. Weil eigentlich wollte ich jetzt schon die nächste Artillerie kaufen und die hier auf jeden Fall upgraden. Dass man hier ab demnächst mitschießen kann. Wir haben inzwischen auch schon ihre Verschanzung 2 und alles. Und noch die nächste Kanone. Ja, 315 Punkte. Ja, wir haben nur noch ein paar übrig. Ja, jetzt wird ja auch überall so gut verschanzt sind, ist das mit den Angriffen so eine Sache. Nicht unbedingt billig ist. Ich will mal eben hier drüben schauen. Da müssen wir natürlich irgendwie die Front stopfen. Aber zur Not können wir hier irgendwie nehmen und von hier nachziehen. Und du gehst nach Brüssel, dass das gedeckt ist. Immer da möchte ich auf jeden Fall wieder fit sehen. Gerne auch weitere Einheiten, aber ja, ist mit dem Geld halt so eine Sache. So, und der könnte theoretisch auch noch versuchen, seinen Elite-Stern zu kriegen. Wenn er jetzt nicht zu viel Verlust erleidet. Na gut, man könnte sagen, wir warten einfach auf die nächste Runde, weil wir dann mit Artillerie zuschlagen können. Zumindest die feindliche Verschanzung gut runter. Dann könnten wir zum Beispiel den nach hinten tauschen und dem seinen Elite-Stern verpassen. Und vom restlichen Geld schauen wir mal. Ich bringe jetzt mal eben ein bisschen, damit das mit dem Geld passt. Also, wirklich vernünftig kommt da nur er rein, weil dann können sie sich da nicht verschanzen. Du gehst darüber, du gehst nach Brüssel.
So, da muss Ypern aber auf jeden Fall gehalten werden und damit wird das Geld weg. Ist auch keine weiteren Verlegungen oder so. Ich meine, hier noch einen hinbringen. 2, 4, 6. Die Abteilung da oben ist ganz so wichtig. Es soll ja auch gelingen nach Möglichkeit. Vielleicht, wenn man doch noch einen mit dran schiebt. Und der Rest geht nach Ypern. Was ja auch die belgische Hauptstadt ist, wäre ein bisschen. Oder eine der potenziellen belgischen Hauptstädte wäre ein bisschen unschön, wenn die Briten das jetzt so schnell wieder befreien könnten. Nachdem es doch so lange gedauert hat, das zu erobern. Gut, dann ist hier für euch, obwohl für die Abteilung, die fast gesund, das geht schon. Und du gehst mal vorübergehend in den Ort. Ich weiß nicht, mal darauf nochmal 100% sicher zu gehen. Tja, wer da noch Geld hat, sind die Italiener. Zwei auf einer Abteilung ist immer so eine Sache. Ja, schwierig. Ihr könnt natürlich euer HQ hochziehen. Natürlich ist da noch eine Einheit und hier und da noch was. Ja, und das wird schon. Mit den Schiffen habe ich im Moment auch nichts Großartiges vor. Die können sich da sonst erstmal weiter bequem machen. Ja. Dann hatten wir noch einen Flieger. Und einen Zerstörer. Ja, und dann schauen wir mal nach unseren U-Booten. Ja, auf Schleichfahrt kommt man da sicher nicht. Du kannst ja gefühlt erstmal wieder zurückfahren. Bleibst meinetwegen auch erstmal im Hafen. Du solltest mal aufklären, ob da wirklich einer ist. Naja, er ist vielleicht schon woanders hingefahren, aber komm erstmal mit in Sicherheit und ihr versucht jetzt mal hier durchzuschleichen. Vielleicht an einer anderen Stelle. Ah, haben wir auch Seemine ganz knapp vorbeigefahren. Und wir sehen hier die leichten Kreuzer, ja. Und sieht mit die billigsten Schiffe, die man da ruhig verheizen kann und wahrscheinlich die Schlachtschiffe hier irgendwo formiert, die sicherer stehen. So, hier oben ist auch eher wenig los, aber das heißt ja auch, dass die schwedische Handelsroute okay ist. Ja, sollte man hier mal so ein bisschen machen, mal überlegen. Ich meine, wir könnten hier auch noch mit der Einheit vorrücken. Ist ein bisschen zu beschädigt und naja, es ist kein Geld da. Wenn du mal hier hingehst, dann hätten wir potenziell noch einen Angreifer. Meine Hoffnung ist, dass wir dann hier vielleicht wirklich zwei Einheiten kriegen, die dann auch mehr als zwei Erfahrungen langfristig halten können. Das wäre eigentlich sehr mächtig. Ein Aufklärungsbomber ist ja auch da. Ja, hier Druck zum. Na gut, wenn man die Abteilung vielleicht nach Thorn dann rüberziehen würde. Die Befürchtung, dass uns da irgendwer unschön durchläuft. Gerade wenn Toren ja, leer stünde. Akku deckt ja quasi selber so eine Festung, die lieber nicht leer steht, sage ich mal. Aber wenn du sonst erstmal daran ausweichst, natürlich in der Mitte eine Lücke. Aber da kann das Chor ja erstmal rein. Schauen wir mal, wie das hier ausgeht mit leichter Offensive. Und zwei U-Boote, die durch sind, die anderen kehren eher zurück oder bleiben wie der Kollege gleich erstmal ganz im Hafen. Wir können ja später nochmal versuchen, dort durchzubrechen.
Sonst ist hier, denke ich, nicht so viel los und wir können den Zug beenden und ja, Rumänien wird dabei sein. Aber wenn alles klappt, fällt im nächsten Zug Belgrad. Finnischer Grabenkrieg, ja. Deutscher Grabenkrieg, das ist auch gut, haben wir die nächste Stufe. Und ab dem nächsten Zug kann man wieder auch forschen und Geld für irgendwas anderes als Artillerie ausgeben. Das ist auch ganz nett, vor allem Rest passiert nicht viel. Ja, dann damit an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis denn.